Hallo meine Lieben, willkommen zu Castle Story, Fairy Tale, unsere Kampagne, die wir hier gerade spielen, unsere eigen kreierte Kampagne, wo wir immer wieder von hier unten angegriffen werden und jetzt angefangen haben, diese Mauer hier oben zu bauen. Mit einigen Bauaufträgen derzeit, einigen Möglichkeiten, sozusagen, wie baust du denn? Bau doch so, dass du das mit der Mauer komplett durchziehst. Ich hätte es natürlich wirklich im Stile weitermachen können, aber ich will ja hier einen Turm bauen. Ich will ja hier einen kleinen Turm hochziehen. Und hoffe, dass wir dadurch einen etwas schickeren Ansatz hier hinkriegen. Das heißt, deswegen bin ich hier derzeit so am Basteln. Das heißt, diese Treppe muss weg. Ich hätte gerne hier eine Tür und auch daneben hier. Obwohl, nee, die braucht man nicht. Man könnte natürlich hier oben damit trotz am Anfang, dass man einen Auswuchs hat. Einen kleinen Auswuchs. Na, das vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht, vielleicht doch nicht. Gerade am Überlegen. Ob wir das hier nochmal abreißen und hier so Türme auch rausbauen. Ach nee. Machen wir erstmal hier die Mauer. So. Steine haben wir genug. Reparaturauftrag ist hier. Wir haben ein paar Bauaufträge. Ein paar. Eigentlich haben wir nur einen. Einen anderen. Was war das? Der hier hinten. Okay, alles klar. Ah, das steht jetzt schon. Das ging schnell. Wir werden angegriffen in 8 Minuten. Ist also noch ein bisschen Zeit. Wir könnten hier natürlich auch dann mal das allererste Mal eine runde Kante bauen. Wird ja auch gesagt, ob ich mal runde Kanten bauen möchte. Meinte ich so, okay, könnte ich eigentlich mal machen. Fangen wir hier halt mal an. Wie baue ich denn innere Runde? Geht das auch? Das geht, glaube ich, nicht. Nee, das... Ja, gut, die sieht man aber so nicht. Ach, verstehe. Machen wir so. Gucken, wie es aussieht. So, mal überlegen. Ich habe das hier recht gut eingegrenzt. Also hier von hier kommen die jetzt nicht. Von hier können die auch nicht mehr rum. Vor allem, weil wir hier jetzt diesen hübschen Tunnel gebaut haben, könnte ich mir allerhöchstens vorstellen, dass sie vielleicht hier anfangen abzugrasen. Was anderes, denke ich, wäre nicht möglich. Sonst laufen sie hier halt lang. Hier hinten laufen sie noch nicht hin. Und ich habe vor, wenn es heller wird, wir wollen ja hier ein bisschen das auch bauen. Mal schauen, dass wir das auch hinkriegen. Ah ja. Sieht gut aus, wenn die diesen Weg nehmen. Ach, jetzt habe ich den
ich den hier auch schon so machen können eigentlich, ne? Ja, komm, das sieht doch schön aus. Wenn wir den da auch schon so bauen. Reparaturbefehl? Wo ist der Reparaturbefehl? Ich erinnere mich noch daran, als ich das Spiel das allererste Mal streamte. Wisst ihr das noch? Ist einer von euch dabei gewesen damals? Das war auch interessant. So, es gab hier die Idee, die mal zu verlangsamen mit meinen Zaun. Mit meiner Zaunidee. Das geht aber nur bis. Bis hier. Können wir tatsächlich machen. Vielleicht kriegen wir es hin, dass sie dadurch verlangsamt werden. Schauen wir mal. Oh, das haben die echt fertig gebaut. Sehr cool. Da sieht man mal, wie leicht es doch gewesen wäre, uns hier blöd zu kommen. Ah, ich muss hier aber mehr sehen. Ich warte bis zum nächsten Bau weiter, wenn ich hier das habe, weil wir haben jetzt hier zwar die Treppe, aber ich wollte ja dann schon so eine. So bauen. Würde tatsächlich passen, wenn ich dann hier mit den Treppen, ja, wenn ich hier so einen Bereich halt baue. Oh ja, okay, lassen wir es mal so. Die Zäune stehen schon, das ging schnell. Das noch abbauen. Ich hoffe, dass die keinen fiesen Weg laufen irgendwann. So.
Ach nee, die Brücke ist fertig. Sehr cool. Das heißt, wir können hier drüben dann endlich die Ressourcen erschließen, wie Eisen und alles. Sehr schön. Okay, in einer Minute wird uns der Angriff ereilen. Dann werden wir jetzt mal zu den Waffen rufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich möchte natürlich, dass ein kleiner Kerl. Aber wir haben ja das Katapult. Ups. Und sie werden geblockt tatsächlich. Ein bisschen durch die Zäune. Lightshow. Nee, kommt erstmal rein. Zwei kleine sind noch da. So, geschafft. Sehr gut, dass wir das gepackt haben. Hier oben kommen wir im Übrigen nur mit einer kleinen Treppe rauf. Können wir vielleicht später, wenn wir hier das weiterbauen. Wichtig ist auch, dass wir den Bereich jetzt hier bauen, dass wir dann hier so eine Art Torbereich errichten für eben die Brücke, damit die gut erreicht werden kann. Und hier drüben müssen wir dann auch gucken. Dass wir einmal uns landeinwärts rüberfressen. Hier unten will, verstehe ich auch nicht, dieser kleine Grafikfehler. Aber die Verteidigung lief jetzt meines Erachtens recht gut. Ich bin da recht angetan.
wir das hier oben haben, ist der Weg schneller zu den Lagern. Zeit, dass wieder Tag wird. Und hier leuchtet es jetzt auch wunderbar. Das heißt, wir sehen etwas mehr und es sieht auch etwas besser aus. Gut. Der Weg wird jetzt schon fast verwendet. Müssen jetzt nur noch ein paar Steine gelegt werden. Ja, genau so hatte ich das vor. Jetzt grase ich hier das so ein. Und damit haben wir den Übergang geschafft. Jetzt, wenn wir es hier haben, müssten wir jetzt im Grunde die Steine können wir abbauen. Jetzt müsste ich hier ans Eisen und hier unten ans Schwefel. Ja, dank der Bäume geht das nicht so. Okay. Wisst ihr was? Dann roden wir jetzt hier. Gucken, ob die da überhaupt hinkommen. Mal schauen. So, ich hatte ja vor... Hier müsst ihr auch noch später weiterbauen. Mal gucken, wie wir das machen. Okay, also sie kommen hier tatsächlich runter. Das ist gut, weil wenn wir es dann roden, dann können wir hier die Treppen runterbauen. Hier hinten laufen die lang. Ach, und es gab eine coole Idee. Nimm eine Handvoll, haben sie mir gesagt, habt ihr mir gesagt. Stell die an den gegnerischen Spawn und lauf doch mal hier oben auf die Brücke. Wie wird gelaufen? Das versuchen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt noch. So, ihr sammelt euch jetzt hier. Und hier tauchen ja die Gegner immer auf. Ja? Und wenn ich jetzt von hier sage, alles klar, ihr sollt auf die Brücke laufen. Welcher Weg wird gewählt? Es ist der Angriffsweg. Alles klar. Es gibt keinen. Schön. Hier ist noch Schwefel. Wie sieht es hier jetzt aus? Wurden die Bäume... Oh, sehr gut. Hier dreht einer kurz frei. Aber ist doch gut. Wir haben damit jetzt gerade geschafft, dass wir... Ja, wie soll ich sagen, dass wir jetzt einen Weg rüber haben. So.
Okay, Leute, also eine schicke Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Castle Story. Macht's gut, das war der Zigaro. Tschüss. Die.